Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video VG Technik. Wie ihr es dem Videotitel schon entnehmen könnt, gebe ich, also Malte, mal eben mein Statement zu der letzten Zeit ab und warum überhaupt nichts aufgenommen wurde und warum nichts gekommen ist. Es sieht so aus, es ist einiges passiert, nachdem der Server, also unser Server, der VG Technik Server, wo hauptsächlich VG jetzt sein sollten, mit der Zeit immer mehr zu Bruch gegangen ist, aufgrund von verschiedenen Personen, von verschiedenen Handlungen und Ähnlichem, mit denen wir danach wieder was zu tun hatten und sich das Ganze danach wieder völlig zerstört hat, um das mal so zu sagen. Dennoch will ich jetzt nicht irgendwie auf andere Personen eingehen oder die nennen. Die Personen wissen Bescheid. So war es dann hinterher so, dass wir uns gesagt haben, gut, also natürlich, also um das jetzt mal klarzustellen, es lag nicht nur an denen, dass dieser ganze Server und dieser, ich sag mal, der Kanal so ein bisschen untergegangen ist. Es lag natürlich auch an uns, an René und mir. Und zwar sieht es bei uns so aus, was ihr vielleicht auch aus der Vergangenheit wisst, die Leute, die schon länger dabei sind, die uns schon länger abonniert haben, die wissen, was Sache ist. Wir sind immer relativ, ich sag mal so, spontan, was das Videos aufnehmen geht. Wir haben nie einen wirklichen Videoplan auf die Reihe bekommen. Unter anderem, weil ich persönlich ein Mensch bin, kann ich so fast sagen, der immer eine Motivation braucht. Dieses Mega-Walkie zum Beispiel, das, was wir die ganze Zeit bauen, ist eine riesige Motivationssache. Wenn man sich überlegt, dass dieses Ding schon über anderthalb Jahre, glaube ich, mittlerweile im Endeffekt am Bau ist und wir uns immer wieder gesagt haben, ey, dann und dann wird's fertig. Entschuldigung, das war jetzt mein Handy. Dann und dann wird's fertig und später sagen dann Leute, ey, ihr habt doch gesagt, das wird dann und dann fertig. Warum ist es das dann noch nicht? Dann demotiviert das einen ziemlich. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass dieses Ding einfach fertig werden soll, sondern wir wollen es halt auch gut machen. Wir wollen es so gut machen, wie es geht. Und jetzt ist es so, dass ich, das kann ich so sagen, am meisten an dem Mega-Warrior gebaut habe als René. Das ist halt so, weil es ist halt Interessenverteilung und weiß nicht, nicht jeder hat Bock irgendwie stundenlang das Gleiche zu machen. Das habe ich ja schon mal erzählt, dieses monotone Arbeiten. Das hatte ich sogar in 100 Abonnenten-Special mal erzählt. Egal, das ist lange her, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. An dieser Stelle wirklich mal ein mega Dank an alle, die jetzt uns noch abonniert haben, wo wir Wochen, also ich glaube eine Woche oder zwei Wochen oder viel länger, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr so im Blick, keine Videos mehr kamen. Das tut mir auch leid, es tut uns leid. Wie auch immer. Also es sieht so aus, dass wir zusammen kaum aufnehmen können, beziehungsweise nicht mehr aufnehmen können, weil ich persönlich bin jetzt gerade im Abi und habe da meinen Klausurenstress und da passt es dann mal relativ schwer, irgendwie Videos aufzunehmen, die richtig aufwendig bearbeitet werden sollten, kann ich mal so sagen, weil wenn ich ein Video mache, dann soll das auch von der Qualität her ganz in Ordnung sein. Und René ist in der Ausbildung drin, ne? Und da hat er auch einen 8-Stunden-Tag. Und dass man danach dann nicht mehr groß aufnehmen will, ist, glaube ich, für jeden verständlich. So, und wenn dann halt noch immer wieder gefragt wird, ey, wann wird denn das Mega-Wogi gebaut? Ich meine, ich finde das ja okay, wenn alle sagen, ja, wir freuen uns so mega drauf, aber wenn man dann halt im Endeffekt von der Seite da angejammert wird, ey, ihr habt aber gesagt, dass es dann und dann fertig wird, warum ist es das denn jetzt nicht? Das ist es noch nicht, weil wir einfach nie so weit kommen, weil das einfach, das ist schwierig, das ist halt auch so eine mentale Sache und deshalb möchte ich mich dafür einmal so ein bisschen entschuldigen und das, das Ganze mal so ein bisschen klären. Des Weiteren hatten wir vor, das Mega-Wargame bis zum 24. Dezember fertig zu kriegen. Ich bin ganz ehrlich, so wie es jetzt aussieht, wird es nichts. Wir haben in den letzten Wochen bzw. in den letzten Monaten habe ich versucht, so ein bisschen zu organisieren, dass wir mit Leuten, mit anderen Leuten noch zusammenbauen, zum Beispiel Sakul oder früher noch Mr. Creeperkopf, den kennt ihr alle, Nico und Sakul da vom damaligen Wargi Technik Server.
Marco Launen, also Ingame-Name Launen, der immer, der zum Beispiel hat einen sehr motiviert, also da bin ich ganz ehrlich, das hat immer sehr geholfen, was er gesagt hat, der hat immer Bock gehabt zu bauen, der fragt auch jetzt immer, ey, können wir irgendwann bauen, und wenn ich Zeit habe, dann baue ich halt, und das habe ich halt versucht, dass wir da eine komplette Gemeinschaft machen und sagen, ey, wie wäre es denn, wenn wir alle zusammen daran bauen, nach Plan, und einmal das komplette Außendesign so ein bisschen überarbeiten, neue Ideen kommen, und ja, des Weiteren wurden dann halt so Sachen gemacht, die überhaupt nicht mit uns abgesprochen waren, weshalb wir das dann auch zum Großteil wieder gecancelt haben und dann die Leute vom Server gekickt haben, und letzten Endes ist es halt dann darauf hinausgelaufen, dass Marco und ich und ein bisschen Nico noch, jetzt nicht mehr, Grund dafür ist ihm bekannt und das ist privat, wir dann halt immer noch, also wir dann die einzigen waren, die dann wirklich was produktiv gemacht haben, ohne dass halt irgendwie noch eine Rückmeldung von den anderen kam. So, das Ganze und die Reaktion von denen dann, dass die wir die im Endeffekt gekickt haben, ist relativ demotivierend wiederum. Und ja, das wollte ich einfach nur mal ansprechen. Also wann das Megawoggy rauskommt, ist jetzt so nicht feststellbar. Ich persönlich weiß aber auch nicht, ob das Megawoggy denn überhaupt rauskommt. Denn genauso wie beim Server wussten wir, ganz genau, es macht keinen Sinn mehr, noch einen weiteren Woggy-Server zu eröffnen. Wir haben Planet, wir hatten Eurosurface, wir haben Gearforge. Und das sind meiner Meinung nach genug Server, beziehungsweise Gearforge und hier Planet. Das sind meiner Meinung nach so viele Server, gerade weil die beiden schon eine sehr große Menge an Usern abdecken und einfach viel mehr Zeit darin investieren können, als René und ich zum Beispiel. Und deshalb, keine Ahnung, entwickelt sich halt so ein Server einfach besser und schneller, und gerade wenn jetzt nur, ich sag mal jetzt, René und ich Admin sind und wir uns um alles regeln müssen, beziehungsweise müssten, aber es nicht können, dann führt es halt zu nichts. Dann haben wir auch irgendwann eingesehen, nachdem wir den großen Server gemietet haben, dass das Ganze keinen Sinn macht, und haben somit den Server gecancelt, und das lief jetzt eine ganze Zeit lang nur noch als Minigame-Server. Da waren Bed Wars, hier so Survival Games und sowas waren da drauf, die hat alle Nico gecodet und zum Teil auch TNT-Slayer alias Finn. Genau, das sind so die Überbleibsel. Und das Ganze haben wir beendet und gesagt, okay, das bringt nichts, wenn wir nicht genug Zeit mitbringen. Ähnlich sieht es für mich gerade mit dem YouTube-Kanal aus. Ich weiß nicht genau, ob ich da noch weitermachen will. Ich fände es zwar verdammt schade, aber ich sehe insofern keine Zukunft, als dass, wenn wir fast nie Zeit haben und nicht genau wissen, was wir denn jetzt überhaupt konkret machen wollen oder machen, was wir jetzt für Videos aufnehmen, was kann man denn noch machen? Ich meine, das Thema Woggy ist, ich sag's echt ungern, aber ähnlich wie Mr. Creative schon gesagt hat, ist die Zeit der Woggy ist insofern vorbei, als dass, wenn man nicht dauerhaft Kanonen entwickelt, es relativ schwer ist. Deswegen will ich diesen Megawoggy zu Ende bauen, und ich glaube, ich von meiner Seite aus werde dann im Endeffekt das ganze YouTube-Projekt für mich beenden, für mich persönlich. Wenn es natürlich irgendwann nochmal einen Ansporn gibt, dann gerne, aber ich weiß halt nicht genau, ich weiß nicht, wie es mit René aussieht, aber ich weiß nicht genau, was man da jetzt noch Neues dazu erfinden will. Zu Warships allerdings will ich auch nicht rübergehen, weil ich da, ich persönlich da jetzt zu lange raus bin. Also von daher glaube ich nicht, dass ich da sozusagen nochmal die Motivation finden werde und komplett Neues machen werde. Was sich dann so in der Zeit ergibt, da streiten sich die Geister, es wird sich dann ergeben. Ihr könnt uns ja gerne mal in den Kommentaren euer Feedback hinterlassen und sagen, was wir denn eventuell für Projekte machen können. Vielleicht, keine Ahnung, finden wir es auch gut und machen das einfach mal. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Nochmal ein fettes Dankeschön an alle fast 400 Abonnenten, und ja, das ist schon echt ein riesen, ich
ich sag mal, so eine riesen Community. Ich weiß nicht, mit riesen YouTubern ist es natürlich nicht zu vergleichen, aber dafür, dass man das macht, was man im Endeffekt so selber so, sich so aufgebaut hat und dann so viele Leute zu finden, die es interessiert, ist das schon echt geil. Also, ja, da bedanke ich mich und würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ciao.